side to me and hold my head. Come at my dreams and hold my hands. I wanna be close to you. Like a kiss on my lips, close to you. Like a kiss on my lips, close to you. Reach out to me and hold my hand. I wanna be close to you. I wanna be close to you. Like a kiss on my lips, close to you. Like a kiss on my lips, close to you. Like a kiss on my lips, close to you. Like a kiss on my lips, close to you. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und das ist eins der wichtigsten Videos wahrscheinlich überhaupt. Ich will nicht sagen, wie bei so politischen Wahlen, wo man immer sagt, das ist die wichtigste Wahl in ihrem Leben, die wichtigste Wahl. Da habe ich erst letztens noch eine Compilation dazu gesehen. Vielleicht lade ich die mal hoch. Oder verlinkt die mal rein. Aber das ist ein sehr bekannter Spruch. Ja, der wird immer da rund hoch und runter gedroschen. Aber so möchte ich nicht klingen. Aber dieses Video ist vermutlich eins der wichtigsten überhaupt. Und wir kommen wieder zu ernsteren Themen. Nach Videos über israelische Sekten, Pharisäer, über Nephilim, über Apokryphen. Kommen wir zu einem sehr wichtigen Thema und zu einem der am meisten anspruchsvollen zugleich. Und anfangen wollen wir mit Daniel Kapitel 3 in Gänze und dann gehen wir mal ein paar Verse durch. Daniel Kapitel 3, Überschrift: Das große goldene Standbild Nebukadnezars. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen. 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten, Beamten, samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Also der König Nebukadnezar ist der König von Babylon. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte,
Da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Vers 13, Überschrift: Die drei Gefährten Daniels beten das Standbild nicht an und werden in den Feuerofen geworfen. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jede Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich hab aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuer erretten, und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen eines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden, ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe 4 Männer mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen, und die Gestalt des 4. gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes, des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt
und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zu hauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Vers 31. Der Traum Nebukadnezars von dem großen Baum. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. So viel erstmal zu dem Text. Das ist Daniel Kapitel 3. Und was einem auffallen sollte, ist als allererstes mal der Bezug zu dem Buch der Offenbarung, also Themen ähnlich, ja, mit der Anbetung des Abbilds und dass die Gläubigen, die jüdischen Männer hier in dem Fall, die Gläubigen, die Juden, ja, die Christen, umgebracht werden. Die nicht dieses Bild anbeten oder das Zeichen annehmen. Und ich glaube, wir hatten diesen Text auf jeden Fall schon mal in einem anderen Hangout. Und wir hatten auch ein Video über Daniel 2 und Daniel 7. Vielleicht machen wir auch noch mal ein paar Videos über ein paar andere Kapitel im Buch Daniel. Aber wir wollen jetzt nicht in den Bereich der Offenbarung und der Parallelen zu dem Buch der Offenbarung gehen, sondern wir wollen hier über diese drei Menschen sprechen. Sadrach, Mesach und Abednego, die dastehen und in den Feuerofen geworfen werden. Und die was sagen? Die sagen, ich knie nicht nieder. Und die jetzige Zeit ist, wenn überhaupt, die Zeit, sich von falschen Kirchen, von Religion, von Sekten, von Gesetzlosigkeit, von Irrlehrern, von allem wegzubegeben. Weil wir in einer Zeit sind, wo dieses Vertrauen und das standhafte Ausharren auf uns zukommen wird und wir werden geprobt. Ein Christ wird in seinem christlichen Werdegang immer wieder geprobt. Das gehört mit dazu. Genauso wie er zurechtgewiesen wird. Ich, bevor ich Christ geworden bin, bevor ich überhaupt zum Glauben gekommen bin, ich habe auf verschiedenen Ebenen auch anerkennen müssen, dass ich korrupt, ich ein Sünder bin. Und dieser Schritt, den ein Christ nimmt, der auch Buße tut, der von seinen Sünden abkehrt, der hat nicht nur, das ist nicht nur damit passé, dass er anerkennt, dass er fehlerhaft ist und vielleicht auch falschen Dingen aufsitzt, sondern das passiert auch, während er den Weg des Christen läuft. Das passiert währenddessen genauso. Ja, Gott sagt, der, den ich liebe, den schlage ich. Ja, den weise ich zurecht. Ja, das ist auch alles andere wäre nicht liebend, jemanden in seiner Sünde, in seinen Fehlern, in seinem falschen Weg einfach weiterlaufen zu lassen. Ja, versteckte Liebe, offener Widerspruch ist besser als versteckte Liebe. Deswegen muss ein Christ mit dieser Tatsache und mit den Emotionen fertig werden, dass er Feedback bekommt, was aufzeigt, wo er noch Problematiken hat.
Ja, das ist wie wenn man trainieren geht ins Fitnessstudio. Ja, ein Christ lässt das Ego zu Hause. Das geht. Es ist erstmal bitter, wenn man eine Zurechtweisung erhält. Und alle von uns brauchen die und alle von uns kriegen die. Die Frage ist nur, wie gut kannst du damit umgehen und kannst du überhaupt damit umgehen? Ja, und wir sollen leicht und schnell glauben. Wir sollen leicht im Glauben sein und nicht schwerfällig. Wir erinnern uns daran, wer ist der Größte, ja, der wie ein Kind glaubt. Und deswegen brauchen wir diese Zurechtweisung und wir brauchen auch diese Führung und Leitung. Und nur dadurch können wir uns auch weiterentwickeln. Wenn ich nicht Zurechtweisung annehme, dann verbleibe ich in meinem derzeitigen Zustand. Und der ist in dem Fall nicht so gut wie der, zu dem ich komme, wenn ich diese Zurechtweisung annehme. Und die Bibel überführt einen Christen sowohl von Anfang an, wenn er zum Glauben kommt, wenn er Christ wird, aber auch wenn er den Weg eines Christen läuft. Ja, das ist, wir haben dafür einen Begriff, ja, der sogenannte Baby-Christ, ja, der gerade frisch Christ geworden ist. Das ist keine, das ist nicht abwertend gemeint, überhaupt nicht. Das ist ein absolutes Kompliment. Aber es verkörpert auch die Thematik, dass man sich mit vielen Dingen vielleicht noch auseinandersetzen muss und lernen muss. Und so muss das jeder. Jeder ist Kind Gottes. Jeder muss sich mit diesen Sachen auseinandersetzen und lernen und damit und auch Dinge ändern und Zurechtweisungen annehmen. Egal, ob er seit einem Tag Christ ist oder seitdem er 50 Jahren Wiedergeborener ist. Spielt keine Rolle. Und die Bibel ist so gesehen eine absolute Waffe. Ja, die Bibel ist eine Waffe. Es ist die größte Masseninstruktionswaffe, die es auf dieser Welt gibt. Weil sie überführt den Menschen von der Sünde. Sie zeigt dem Menschen das Spiegelbild auf. Sie zeigt dem Menschen auf, wie es wirklich sein soll. Ja, deswegen mögen die Leute auch nicht, wenn sie aus der Bibel hören. Ja, die hören das Evangelium oder die hören Dinge, die halt verkehrt, also wo sie sich selber ertappt fühlen, ja, oder merken, Moment mal, da mache ich etwas falsch, ja, oh, Lügen, naja, vielleicht ist Lügen doch nicht so gut oder den Namen Gottes zu missbrauchen, ja, immer diese Aussprache, oh mein Gott oder ähnliches. Ja, das mag der Mensch, der in seinen Sünden ist, der Mensch an sich mag das nicht. Der möchte das nicht hören, der möchte in seiner Sünde bleiben und für ihn ist das ein Problem. Er sieht nicht das Problem in sich, sondern er sieht das Problem in dem, der ihn liebend zurechtweisen möchte. Ja, der am Kreuz gestorben ist für ihn, der ist auf einmal das Problem. Und das habe ich einfach, wenn ich als Christ laufe, dann habe ich diese Prüfungen. Ja, ich werde zurechtgewiesen und ich werde auch geprüft. Und genauso geprüft werden hier in dem Fall Sadrach, Mesach und Abednego. Die werden geprüft. Das ist eine Prüfung für die drei. Ja, und man kann sich das so vorstellen, und ein Christ sollte sich mit dem Gedanken auch schnell anfreunden, dass die Masse nicht für ihn ist. Ja, weit und breit ist der Weg, der ins Verderben führt, eng und schmal, steinig, ist der Weg zum ewigen Leben. Die Masse wird in den meisten Fällen nicht hinter einem Christen stehen. Ja, ein gewisser Nonkonformismus, der ist da definitiv nicht deplatziert. Ein Christ hat die Thematik, dass er in diese Prüfungen kommt. Lesen wir Psalmen 119, Vers 67. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort.
Für die Charakterentwicklung sind diese Prüfungen elementar wichtig, wie eben aufgezeigt. Wenn ich die Zurechtweisung nicht annehme, wenn ich nicht durch diese Prüfungen auch wachse, dafür sind nämlich auch diese Prüfungen da, zu wachsen. Ich soll die Lehre mitnehmen, ich soll daraus lernen und ich soll daran wachsen. Man kann sich das so vorstellen. Boxer, die miteinander trainieren, die schlagen sich gegenseitig, um sich abzuhärten. Ja, jemand, der trainieren geht, der trainiert seine Muskulatur und trainiert und hebt schwere Gewichte, damit diese oder die schwersten Gewichte, die er überhaupt heben kann, damit der Muskel reißt und danach stärker wieder zusammenwächst. Ja, um Muskelwachstum zu stimulieren. Ja, also genauso auch bei Soldaten. Ja, Soldaten, die auch trainieren und ans Äußerste gehen, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Das ist ein Prinzip, das haben wir überall in der Welt, überall. Und genauso ist dieses Prinzip auch bei einem Gläubigen da. Deswegen sind Prüfungen eine gute Sache. Eine Prüfung sollen wir meistern und schaffen und danach gestärkt und abgehärtet, daran gewachsen, aus dieser Prüfung heraus, um aus dieser herauszugehen. Und ich bleibe bei dem Beispiel von dem Soldaten. Es gibt Soldaten, ich war selber bei der Bundeswehr, es gibt Soldaten, das sind so Kasernenschlenderer, und es gibt Soldaten, die nehmen die Sache ernst und die bereiten sich vor. Ja, die sind gewappnet. Und es ist als Christ nicht gut, ein Kasernenschlenderer zu sein. Ja, der in Friedenszeiten in der Kaserne hängt und dann, wenn es ernst wird, weiß der nicht, wo der links und rechts hinpacken soll. Man kennt das beispielsweise, bei den Soldaten, dass die der Waffe einen Namen geben. Ja, also wir stellen uns jetzt erstmal einfach vor, unsere Waffe ist ja die Bibel, also wir sprechen jetzt nicht von irgendeinem Sturmgewehr oder ähnlichem, sondern wir sprechen von der Bibel. Unsere Waffe als Christ, ja, wir haben mehrere Waffen. Wir haben Beten, Fasten, das Evangelium verkünden, die Bibel, ja, das Schwert Gottes, das Wort Gottes, die Bibel, ja, das sind unsere Waffen. So, und man kennt das ja bei Soldaten, die haben ihre Waffe, die geben der einen Namen, die gehen mit der ins Bett zusammen, streicheln die, manche werden sogar so wirr, dass sie mit der sprechen, das geht dann schon ein bisschen weit, aber genau so sollte ein Christ auch das Wort hegen, das er hat. Seine Waffe. Und Gott, wissen wir, und das steht an mehreren Versen, und einer der bekanntesten ist Hebräer 12, 29. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, Gott ist Feuer. Und er prüft uns auch durch Feuer. Das, was nicht gut ist, das, was schlecht ist, das wird rausgebrannt. Ja, das wird weggeworfen. Nicht ohne Grund kochen wir unser Essen auch mit Feuer. Um was? Um die Bakterien abzutöten. Ist genau das gleiche Prinzip. Ja, oder bei jemand, der mit Metallen arbeitet. Ne? Wir haben hier beispielsweise Jesaja 48, 10. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silber. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Ja, durch Prüfungen, durch Elend, durch Prüfungen, die man gegangen ist, wurde man geläutert, ist man gewachsen. Ja, man ist stärker geworden, man ist abgehärtet worden und hat vielleicht auch die ein oder andere Sache gelernt und dann weggepackt. Malachi Kapitel 3, Vers 3.
Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergabe darbringen in Gerechtigkeit. Also diese Prüfungen sind für uns notwendig. Jakobus, Kapitel 1, Vers 2 bis 3. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ja, also die Bewährung eures Glaubens bewirkt standhaftes Ausharren. Und genau das war die Thematik von Sadrach, Mesach und Abednego. Die haben gesagt, nein, wir knien nicht nieder. Wir knien nicht nieder. Ich glaube an meinen Gott. Ich vertraue an meinen Gott. Ob er mich aus dem Feuerofen retten wird oder nicht, spielt keine Rolle. Ich vertraue meinem Gott. Ich knie mich nicht nieder. Und Jesus ist nicht ihnen vorher erschienen und ist nicht vorher zu ihnen gegangen und hat sie gewarnt und hat gesagt, ihr werdet in den Feuerofen geworfen werden, oder ist auch nicht vorher auf irgendeine Art und Weise eingeschritten, sondern wann ist er dann in Erscheinung getreten? Als sie mitten im Feuer waren. Als sie hineingeworfen worden sind. Ja, als die Prüfung, sie haben sich in diesen Feuerofen werfen lassen. Ja, sie sind dort hineingeworfen worden. Sie haben nicht niedergekniet, sie sind nicht zurückgegangen. Und dann ist er erschienen. Am Ende der Prüfung. Nicht währenddessen. Währenddessen war Schweigen. Und das ist manchmal so, wenn man Prüfungen entgegenkommt, oder dann ist es nicht so, dass man manchmal drei Leute hat, wie Sadrach und Mesach und Abednego, dass die in dem Fall zu dritt sind. Ja, das ist nicht manchmal so, als ob man 100 Soldaten um sich herum hat und alle stürmen gemeinsam aus dem Graben, um mal bei dem Beispiel von dem Soldaten zu bleiben. Manchmal ist man wie ein einzelner Partisan. Lesen wir 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Also wenn ich in eine Prüfung, in eine Versuchung gerate, wird diese Versuchung, diese Prüfung nicht so groß oder größer sein als meine Möglichkeit, sie zu bestehen. Und das ist ganz wichtig zu denken. Lesen wir noch ein paar Bibelverse. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, ja, oder Prüfungen, Versuchungen. Jakobus 1,12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtungen erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 17.
Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und vor allem, wenn man beispielsweise Evangelist ist auf der Straße, ja, oder wenn man anderen Leuten ein Traktat geben möchte oder ähnliches, ja, da hat man manchmal vielleicht Angst. Ja, Angst zu bekommen ist nicht verwerflich. Nur wir überkommen die Angst. Wir verharren nicht in der Angst. Dass man vielleicht Angst hat zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit denen und denen zusammen sprechen oder das über die Bibel oder verkünde das Evangelium oder ich stelle mich jetzt hier hin. Ja, das ist eine gewisse Art Angst, die man vielleicht am Anfang hat, weil man vielleicht weiß, man wird von den Muslimen zusammengeschlagen, ja, oder ähnliches. Aber wir lassen uns von dieser Angst nicht leiten und wir verharren nicht in dieser Angst, sondern wir vertrauen auf Gott. Ja, wir haben keine Angst, in das Feuer hineinzulaufen, wie das Sadrach, Mesach und Abednego machen, und auch um andere zu retten. Oder keine Angst vor Dämonen, ja? Was wollen denn Dämonen bezwecken? Angst. Ja, Angst. Und was passiert mit Angst? Wenn ich Gott vertraue, dann habe ich keine Angst. Dann kriege ich vielleicht kurz das Gefühl der Angst, aber es schwindet in diesem Moment auch direkt, weil ich weiß, dass Gott mit mir ist. Jesaja Kapitel 54, Vers 17. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen, und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Ja, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll gelingen. Wenn Gott mit dir ist, dann kann niemand gegen dich sein. Es ist unmöglich. Also das ist so eine Thematik, mit der man sich auseinandersetzen muss, dass man auf jeden Fall Prüfungen begegnen wird. Und diese Prüfungen haben auch, wir wissen selber alle, dass die Apostel die Köpfe verloren haben. Ja, also einem Christ sollte dieses Thema mit den Prüfungen, der sollte dazu wissen und mutig und tapfer dazu stehen und wissen, dass das auf einen zukommt. Und es ist eine gute Sache, wenn diese Sachen auf einen zukommen, weil das bestätigt, dass man christlich auch unterwegs ist. Wenn ich Christ bin und ich bekomme keine Prüfungen, dann wird das sicherlich auch irgendwo einen Grund haben, aber es gehören einfach Prüfungen mit dazu. Und dann verstehen wir vielleicht auch, wenn wir nochmal auf das Kapitel gehen, und ich finde das Kapitel in der Hinsicht echt einfach super. Sadrach, Mesach und Abednego, sie haben einen einzigen Gott. Sie haben einen einzigen Gott. Aber sie vertrauen ihm. Was ist denn, wenn ich hunderte von Göttern habe, wie die anderen? Ja, wie hier. Ja, ihr meinen Göttern, Göttern, Plural. Nicht, als ob sie Gott wären, aber Götzen. Ja, was ist denn mit anderen, die an mehrere Götter glauben? Das ist ja schon ein logischer Widerspruch in sich. Es ist ja unmöglich. Weil, wenn ich an zwei Götter glaube, das heißt, ich vertraue dem anderen nicht. Das heißt, dass dem einen ist das nicht möglich, oder ich glaube, dass da halt das irgendwo gehandicapt ist. Warum bräuchte ich sonst zwei Götter? Ja, also das ist wie ein Mann, der viele Frauen liebt. Ja, der liebt diese Frauen nicht, sondern er liebt sich selbst.
Er ist auf sich bezogen. Das ist nicht jemand, der die Frau liebt. Also, der die Frau wirklich hochhält und liebt. Ein Mann, der seine Frau liebt und hochhält, der hat eine Frau. Und nicht viele. Also es ist ein absoluter Widerspruch schon in sich, was auch bei der ökumenischen Bewegung auch überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, da ist an was für Götter, an Hinduismus, irgend so ein arme Freak, Buddhismus und alle möglichen Götter, die vertrauen dir noch nicht mal. Das macht ja gar keinen Sinn dahinter. Wir brauchen keine 100 Götter. Sadrach, Mesach und Abednego vertrauen einem einzigen Gott. Und dann verstehen wir vielleicht auch, warum es in der Bibel Hurerei heißt. Also die Tempelhura oder an sich Hurerei. Ja, weil man mehrere Götter hat. Man ist nicht an einen gebunden. Man vertraut nicht einem Gott, sondern diese Menschen, die mehrere Götter haben, die vertrauen nicht einem Gott. Sie haben mehrere, aber sie vertrauen im Endeffekt von denen keinen. Weil wenn sie nämlich ihn einem vertrauen würden, dann hätten sie nur einen Gott. Was mir bei dem Beispiel immer noch einfällt, ist zum Beispiel Jeremia, der in der Grube gewesen ist. Der hat auch geglaubt und ist in der Grube gewesen. Und er hat nicht gedacht, dass Gott ihn verlassen hat. Er hat auch nicht gedacht, dass Gott ihn nicht mehr liebt, auch wenn er in dieser Grube war. Und ein Christ wird, und wir werden alle zu diesem Punkt kommen, geprüft werden. Ob das irgendwelche Prüfungen sind, auf dem Weg dorthin, aber spätestens mit der Ankunft des Antichristen. Und dann ist die Frage, ob wir unserem Gott vertrauen und ihn lieben und wir auch bereit sind, in dieses Feuer hineinzugehen, ob er uns direkt aus dem glühenden Feuerofen rettet oder nicht. Lesen wir noch ein paar Bibelverse. Lesen wir Lukas 22, Vers 24 bis 30. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie, und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch, in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Wir sagen immer so schön, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er selber hatte auch Prüfungen, beziehungsweise Anfechtungen. Lesen wir Matthäus Kapitel 5, Bergpredigt, Vers 10 bis 12. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. In manchen Ländern, und das ist mein Schlusswort, in manchen Ländern
werden die Christen körperlich verfolgt. Ja, China, wo auf einmal Leute verschwinden, die das Evangelium verkünden, die tauchen danach nicht mehr auf. Und wir wissen, dass die Konzentrationslager haben, wo Muslime und Christen umgebracht werden. Heute, nicht 1942, 44, 45, sondern heute. Und in anderen Ländern, auch wenn wir da vielleicht diese körperliche Verfolgung nicht haben, haben wir das vielleicht auf einem psychologischen oder eher im psychologischen Bereich. Ich wünsche allen viel Stärke, viel Frieden und Gottes Segen. Sage bis zum nächsten Video.